Lebt die Katze, ist die Katze tot oder ist sie beides gleichzeitig? Peter, das ist keine Katze. Diese Frage hat Tim letzte Woche im Arbeitswelt-Podcast geklärt, was das mit Physik zu tun hat und vor allem, was es mit der Arbeitswelt von morgen zu tun hat. Das wird das Thema im nächsten Podcast sein. Schaltet ein. Es gibt natürlich manche Sachen, wo der Quantenrechner sehr viel schneller interessant wird, nämlich wenn es darum geht, irgendwelche schon an sich quantenmechanischen Dinge zu beschreiben.